Hey Leute, heute mal ein anderes Video. Ihr fragt euch sicherlich, wann der dritte Teil der YouTube-Kacke kommt, beziehungsweise wann überhaupt eine neue YouTube-Kacke kommt. Diese Frage ist berechtigt. In die ersten beiden Teile sind über 60, 70 Stunden Arbeit reingeflossen. Und daran merkt man, dass solche Videos extrem zeitaufwendig sind und uns die Zeit aktuell fehlt. Wir planen zwar an Teil 3, aber ob das Video jemals veröffentlicht werden kann, ist eine andere Frage. Kommen wir nun zum Titel dieses Videos und somit zu der Frage, warum es womöglich keinen dritten Teil geben wird. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, kam Axel Voss auf die super Idee, Artikel 13 einzuführen. Danke dafür! Für alle, die hinter dem Mond leben und nicht wissen, was das ist, hier eine kurze Zusammenfassung. Es geht um einen Upload-Filter, der auf sämtlichen Plattformen eingeführt werden soll und dafür sorgt, dass Content von Creatern nach Urheberrechtsverletzungen gefiltert und gesperrt wird. Kurzes Beispiel, wenn wir jetzt dieses Bild hier einblenden und es den Upload-Filter durch Artikel 13 schon geben würde, würde dieses Video von YouTube direkt gesperrt werden. Okay, dieses Video wird dann wohl bald auch gesperrt werden. Informativere Videos über das ganze Thema, denn das ist echt nicht wenig, haben wir euch aber auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Fakt ist jetzt, dass YouTube-Kacke mit das Schlimmste ist, was Urheberrechtsverletzungen angeht. Es wird also mehr oder weniger unmöglich sein, YouTube-Kacke mit dem Artikel 13 hochladen zu können. Und wir sehen, wie sehr ihr einen neuen Teil der YouTube-Kacke wollt. Top-Kommentare unter den neuesten Videos mit der Frage, wann kommt Teil 3? Nun, Teil 3 wird vielleicht noch kommen, aber Axel Voss will das jetzt so schnell wie möglich durchbekommen und es wird bereits Ende März final über Artikel 13 abgestimmt. Wenn Artikel 13 in Kraft tritt, wird sich das komplette Internet verändern. Und es wird dann nie wieder so heftige YouTube-Kacke geben wie unsere. Und das wollt ihr doch wohl echt nicht, oder? Spaß beiseite. Das Thema ist echt wichtig. Und wir möchten euch jetzt auch aufrufen, etwas gegen den Artikel 13 zu unternehmen. Also macht bei zukünftigen Demos mit. Geht auf die Straße. Macht Lärm. Und sorgt dafür, dass uns irgendwelche alten Leute in der Politik nicht das Internet nehmen. Wir haben euch auch nochmal alle Demo-Termine in der Beschreibung verlinkt. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr am 26. Mai für die Europawahlen wählen geht. Jede Stimme zählt. Sorgt dafür, dass Parteien wie die CDU, die fast komplett für Artikel 13 ist, nicht weiterhin regieren. Macht etwas gegen solche Leute und Parteien. Artikel 31er. Heute wird die 13 zerstört, so dass jeder es hört. Artikel 31er. Heute gehen wir raus vor die Tür und kämpfen dafür. Artikel 31er. Heute wird die 13 zerstört, so dass jeder es hört. Artikel 31er.